bin hier hineingesteckt worden. Die Werkstatt hat schon eine kurze Zeit gearbeitet, aber mit anderen Mitteln. Und die Schwester wurde krank und dann bin ich hier eingestiegen und seitdem mache ich das 18 Jahre jetzt. Wir verzieren die Kerzen nur. Wir bestellen die Rohlinge und verzieren sie kunstvoll zum Verkauf für verschiedene Anlässe. Wir machen Taufkerzen, ist klar, dass da irgendein christliches Symbol drauf sein kann. Ein Fisch, ein Kreuz, ein Regenbogen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Wasser auf jeden Fall oder so. Ja, Feuerflammen für den Heiligen Geist. Wir machen Hochzeitskerzen, wo es eben auch mehr drauf sein möchte als nur zwei Ringe. Wir machen Jubiläumskerzen für Priesterjubiläen und Geburtstage, hohe Geburtstage. Und dann eben auch zeitbedingt Weihnachtskerzen, kleinere meistens. Und Osterkerzen ist ein hohes Kontingent. Bis zu 60 Stück im Jahr von 40 cm Höhe bis 1,65 Meter. Das ist die längste, die geht immer nach Gerleville. Das ist, was wir ziemlich oft machen. Den Namen auf die Kerze schreiben. Damit ist es natürlich individuell. Da steht der Name des Täuflings drauf und manchmal wie hier das Geburtsdatum und auf jeden Fall das Taufdatum und manchmal später auch noch erst Kommunion und dann zur Hochzeit vielleicht nochmal. Wir machen immer, vorne gibt es immer ein Bild da drauf. Die gibt es in allen Farben und Sorten. Der Rohling der Kerze ist immer gleich groß, aber wie die eben verziert sind, ist ja unterschiedlich. Und was wir immer machen, wenn Kunden kommen und die Kerze auch noch beschriften lassen und den Namen wir draufgeschrieben haben, dass wir oben drüber ein kleines Segenszeichen machen. Und das ist unterschiedlich, immer ein bisschen was farblich zu dem Bild vorne drauf passt. Hier zum Beispiel dieser Kunde hat sich jetzt extra gewünscht, dass es einen Zweig mit grünen Blättern geben soll. Den mache ich jetzt mal hier oben noch darüber. Dann nehme ich mir eine grüne Platte, gucke, was farblich so ein bisschen zu dem da vorne passt. Hier sieht man ja so gelb, grün, was ineinander läuft. Und mache daraus jetzt einen kleinen Zweig mit ein paar Blättern. Kann man einfach mit so einer kleinen Nadel ausschneiden und dann direkt auf die Kerze legen. Und dadurch, dass es in sich schon so eine Farbschattierung hat, wirkt das dann auch gleich automatisch lebendig. Das ist halt so, ist jede Kerze ein Unikat, ne? Selbst wenn jemand genau dieselbe nochmal wieder bestellt, dadurch, dass das Grün dann doch nicht genau an derselben Stelle genau das gleiche ist, wird es immer ein bisschen anders aussehen. Das ist relativ viel Arbeit, weil ich die Platten, die man aus der Fabrik kaufen kann, so nicht verwende, sondern sie veredle, indem sie sehr unterschiedliche Farbschattierungen bekommen durch einen Vorgang, das Wachs zwischen zwei Backpapieren mehr oder weniger heiß zu bügeln. Das gibt dann einen Effekt wie Ölmalerei oder wie Aquarellmalen. So kann jede Kerze, die ich mache, hat immer einen Unikatscharakter. Auch wenn das Sujet das gleiche ist, ist das Material, das ich dann verwende, immer unterschiedlich. Hier kann jeder, der in den Laden kommt, eine Kerze erstehen. Sie können auch über das Internet, also online bestellen oder über eine Mail. Ich habe Osterkerzenkunden bis Süddeutschland und auch im Ausland.